Wir haben mal wieder 5 Lageristen eingestellt und wie das auch bei Ihnen klappt, das erfahren Sie in diesem Video. Also dranbleiben. Mein Name ist Lukas Gronemeyer, ich bin Leiter Projektmanagement und Marketing bei der Sanol Media GmbH und wir haben es bei einem unserer Partner wieder geschafft, 5 Lageristen in diesem Jahr einzustellen. Bis jetzt, die Kampagne ist aktuell pausiert, denn ja, die Stellen wurden auch erstmal besetzt. Und diese Zahlen habe ich Ihnen jetzt einmal mitgebracht, wieder echte Zahlen hier aus dem Werbekonto, wo ich mich drauf beziehe, damit Sie einfach mal einen Einblick bekommen, wie das in unserer Zusammenarbeit aussieht. Also, ich rede hier wirklich von qualifizierten Fachkräften, die wir da eingestellt haben im Bereich des Lagers. Da haben wir eine Kampagne geschalten, die 2.426 Euro ausgegeben hat, über 5 Monate verteilt und haben dabei 40 Bewerbungen gesammelt. 5 Bewerbungen davon sind zu Einstellungen gekommen und so kommen wir von einer Kosten pro Einstellung auf 485 Euro und 21 Cent. So erstmal zu den Hard Facts. Doch wie haben wir das eigentlich gemacht? Wie haben wir das eigentlich geschafft? Und wie das auch bei Ihnen klappt, das gebe ich Ihnen jetzt hier einfach mal direkt mit, dass Sie es auch umsetzen können direkt. Wir haben einen optimierten Bewerbungsweg eingeführt. Auf der Webseite, auf der Karriereseite, auf den einzelnen Stellenseiten. Und dabei ging es wirklich darum, den möglichst intuitiv und einfach zu halten, aber eben so, dass er auch optimiert ist für Fachkräfte im Lager. Trotzdem soll dieser Bewerbungsweg natürlich unqualifizierte Kandidaten direkt rausschmeißen. Und da ist es auch ganz wichtig, bündeln Sie alle Bewerbungsmöglichkeiten und halten Sie den Prozess immer gleich und ähnlich, sodass man den auch überall wiederfindet. Also sollten Sie zum Beispiel schon Anzeigen schalten, findet man die auch auf der Webseite, findet man die zum Beispiel über Google oder aber auch über Plattformen wie LinkedIn, Facebook, Instagram. Das heißt, ist die Kommunikation überall gleichgeschalten und ist einfach ein Wiedererkennungswert da. Das ist ein Optimierungsweg des Bewerbungsprozesses. Der zweite Schritt ist die Sichtbarkeit. Ich habe das gerade schon mal so ein bisschen angerissen, denn nur weil das jetzt irgendwo auf einer Webseite steht oder auf einer Karriereseite, heißt das noch lange nicht, dass sich jemand bewirbt. Man muss nämlich auch online da auftauchen, wo sich eben passende Bewerbungen tummeln. Und so haben wir da eine Analyse für unseren Kunden gemacht. Wo finden wir bei ihm in der Region wirklich explizit die Fachkräfte? Wo halten die sich auf, auch gerade so im Online-Bereich, um dann explizite Werbeanzeigen auch dort schalten zu können? Der wichtigste Schritt ist dann aber wirklich die reine Kommunikation. Also wie kommuniziere ich die offene Stelle? Wie kommuniziere ich das Stellenangebot wirklich? Und da gebe ich Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz wichtig etwas mit. Gehen Sie weg von diesem rein informativen. Gehen Sie weg von ich stelle ein, ich habe eine offene Stelle oder wir haben eine offene Stelle. Weg von diesem Bittsteller. Gehen Sie wirklich dahin und suchen Sie sich Ihre Fachkräfte aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie viele Bewerbungen bekommen, um dann am Ende auch wirklich qualifizierte Kandidaten einzustellen und nicht eine Übergangslösung einzustellen, denn das ergibt keinen Sinn. Doch wie schaffe ich das? Ich hatte es gerade schon mal gesagt. Viel ist auch immer dieses rein informative. Gehen Sie mal wirklich in die Köpfe der möglichen Interessenten, der Bewerber oder auch Ihrer Mitarbeiter rein. Sprechen Sie auch gerne mal mit denen, denn da kommen immer sehr gute Ideen. Da kommen auch wirklich mal Gedanken hinter, warum diese Personen bei Ihnen arbeiten. So machen wir das auch, indem wir uns das einfach mal im Unternehmen anhören, im Unternehmen anschauen, wie ist da wirklich auch so eine aktuelle Situation, damit wir da auch wirklich gezielte Anzeigen schalten können. Kommunizieren Sie Probleme, die es bei möglichen anderen Arbeitgebern gibt. Das heißt, gehen Sie mal wirklich in die Schmerzen sozusagen der Interessenten rein. Kommunizieren Sie mal, wie schlecht andere Arbeitsbedingungen sind. Kommunizieren Sie aber auch, wie gut es bei Ihnen ist. Kommunizieren Sie doch einfach mal Ihre Benefits. Was bieten Sie wirklich Mitarbeitern? Wir merken ganz oft gerade so zum Start einer Zusammenarbeit, wenn wir all diese Themen mal durchleuchten, dass da oft mehr bei rauskommt, als man selber denkt, als man selber glaubt, wenn man da sich mal wirklich drüber wenn man sich da mal wirklich drüber Gedanken macht und das einfach mal auch aufschreibt, niederschreibt. Wir machen daraus dann eben passende Werbetexte, passende Anzeigentexte. Aber es ist ganz wichtig, sich das erstmal bewusst zu machen, dass man eben doch ein besserer Arbeitgeber als vielleicht jemand direkt vor Ort in der Konkurrenz oder im Wettbewerb ist. Gehen Sie doch dann mal wirklich da rein. Nennen Sie doch einfach mal Probleme, was eben nicht so gut läuft. Sind es zum Beispiel veraltete Geräte, veraltete Arbeitsmittel? Sind es nicht funktionierende Prozesse im Personal? Werden Überstunden einfach unter den Tisch gekehrt? Oder nennen Sie doch einfach mal direkt, was Sie für Ihre Mitarbeiter tun, was Sie anbieten und was es bei Ihnen für Möglichkeiten gibt. Und wenn Sie das wirklich mal professionell umgesetzt haben wollen, ich rede hier von qualifizierten Bewerbungen erhalten wollen und wirklich Einstellungen tätigen, dann besuchen Sie doch mal unsere Webseite www.sanol-media.de oder rufen Sie uns direkt an. Und dann wird sich einer unserer Experten direkt mit Ihnen in Verbindung setzen und der schaut sich dann einmal Ihre individuelle Situation an und da geben wir Ihnen auch schon direkt erste Lösungsansätze an die Hand. Ich freue mich darauf.
Auf Wiedersehen.